Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Luigi's Mansion 3. Beim letzten Mal haben wir ganz viele Buhs. Uff, angefangen. Und heute wollen wir weiter damit machen. Es klingt doch nach einem Plan. Ich glaube, es ist, warum das ist noch 32. Was ist das? So, gut. Jetzt sollte der Ton so sein, wie er sein sollte. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und. Naja, ne? Ich weiß nicht, ich habe gerade viele Gefühle. Fast alle davon sind positiv. Und die, die es nicht sind, die sind überragend positiv. Oh, jetzt aber. So. Es vibriert jetzt schon. Mal schauen. So, Luigi, verrate mir, wo der Buu ist. Ah, ja, das ist nicht so krass. Das ist auch nicht so krass. Das ist ziemlich krass. Auf der anderen Seite vom Bett. Man will ja nicht mit dem... Das ist auch relativ krass. Wo ist jetzt krass, ist hier die Frage. Ich will den Buchu nicht durch das ganze Gebäude. Ja, da ist definitiv krasser. Das war nicht krasser. Vielleicht ist der Buhu einfach im Bett. Dann ist der Buhu hier. Ich bin Zaubura. Mein Verstecktrick hast du wohl aber leider durchschaut. Tja, sieht so aus, Zaubura. Das ist dein Kuchen auf dem Boden. Aha. Ich habe dich gefunden, Zaubura. So. Ja, das wird wohl bedeuten, dass wir heute tatsächlich wahrscheinlich vorerst mit dem Buch durch sein werden. Na, wo bist du? Aha. Ich habe dich gesehen, Zaubura. Dein Zauber kann nicht gegen brutale Gewalt standhalten. Hättest du wohl lieber ein Defensivspell angezettelt. So. Oh, yes. Gut, hier haben wir, glaube ich, auch alle Juwelen. Passt. Ja, gut. Ach, der Zauberer. Wunderbar. Ja, dann, ja, das ist schön. So. Aber ich frage mich jetzt, ob auch im Stockwerk 14 und der Buchu freigeschaltet sein wird, weil das ist ja eigentlich das letzte Stockwerk, welches wir, so to say, gemacht haben. Alrighty. Also hier ist schon mal keine Reaktion. Dann können wir wieder für Zerstörung sorgen, aber wir haben ja schon alles zerstört. Von dem her... Ach, die Musik ist richtig geil. Also ich muss wirklich sagen, Luigi's Mansion 3 ist einfach bisher mein Lieblings-Luigi's Mansion-Teil. Einfach, weil es einfach, es macht so viel Spaß zum Spielen. Und halt designtechnisch finde ich es auch wirklich sehr gelungen. Ist einfach irgendwo random im Buch oder was? Nee, scheinbar müssen wir hier durch. Gut. Ja. Ich muss die Klappe halten, damit ich besser fühlen kann. Wo ist denn jetzt stärker vibriert? Das ist tatsächlich ein Fing. Nee, hier ist scheinbar. Nee, geht's nicht wirklich krasser zu. In die Richtung vielleicht. Aha. Hm, vielleicht da weiter? Nee, da wird es wieder schwächer. Aber dann da. Ahoi, ich bin Bukania. Zeit, die Segel zu setzen. Es wartet fette Beute. Ach, ein Bukanier.
A Buccaneer. Warte, Moment mal. Tja. Leider wird dein Schiff gleich geentert, Buccaneer. So. Gibt es eigentlich auch einen deutschen Ausdruck? So, Buccaneer? Da. Hab dich. Ah, sehr schön. Und zack. Tja. Ich habe den größten Schatz der Welt versteckt. Oder so ähnlich. Dann bin ich gerade den größten Schatz der Welt eingeholt. Das Wissen. Aber job well done. Nein? Nein, nicht so Workaholics dabei. Ist okay. Nicht jeder sollte ein Workaholic sein. Ach gut, ich bin auch das Letzte. Ich bin auch kein Workaholic. Ich fröne dem Hedonismus. Ach ja. Ich meine, es ist wichtig zu arbeiten. Das gibt auch aus, you know, a sense of accomplishment. So ist nicht. Aber man arbeitet, um zu genießen. Man lebt, um zu genießen. Das ist wenigstens meine Einstellung. Ne, das Leben ist ja so schwer und das mache ich ja richtig kacke und so. Und deshalb sollte man sich auf die schönen Dinge des Lebens konzentrieren. Ah, man hat sie ja verdient. Ach ja. Ich freue mich schon an den Tag. Jetzt aber. Ja, wahrscheinlich im nächsten Raum. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich sagen kann, jo. Ich glaube, da ist ein... Entweder im Korb oder in der Pflanze drin. Eins von beiden. Aber wahrscheinlich eher im Korb, oder? Hey, ich bin Bodybuilder. Du bist ja echt fit. Hast du trainiert oder was? Der Bodybuilder. Aha. Nein, das ist kein Buhu. Aha. Tja. Bodybuilder, dein Training hat wohl noch nicht ganz ausgereicht, wa? Auf den Boden und gib mir 20. Ja, ich glaube schon, dass ich ein bisschen lustig bin. Wenn ich nicht unbedingt super unterhaltsam wäre, würden mir wahrscheinlich nicht so viele Leute zuschauen, oder? Oh, ich hab sogar. Ah, kann ich einfach drücken wie ein Behämmerter. Und was geht dann? Okay, cool. Ich muss nicht über 10-mal machen. Läuft? Läuft. Ich glaube, Leute, für die Juwelen mache ich das so, dass wir uns hier die Dinger von Professor Igitt einfach dafür kaufen. Denn dann muss ich keine Guides aufsuchen und kann meine Muckis, ja gut, ich benutze ja irgendwie schon die Muckis von meinen Händen und so meinen Grips einsetzen, nicht meine Muckis. Zu viel Krafttraining, Leute, zu viel Krafttraining. Schon denkt man nur noch an Muckis. Nicht, dass der Gedanke schlecht wäre. Aber da muss ich immer an gewisse Module denken, in denen ich gelernt habe, wie genau Muskeln Dinge tun. Oh, wer schreibt mir denn jetzt schon wieder? Ich bin am Aufnehmen. Aha. Ist halt krasser. Du. Da drin? Bist du dir sicher, Fluigi? Ja, das ist nicht so krass. Ja gut, dann ist er da drin. Na, wie geht's? Ich bin Musiker. Willst du dir mal meine Demo anhören? Boah, dann wird's wohl Zeit, einen auf Dieter Bohlen zu machen und ihm sagen, dass seine Musik scheiße ist. Nein, ich kann das nicht machen. Gibt sich sicher viel Mühe mit seiner Musik. Na komm, gucken wir mal, wie oft ich das drücken kann. Na, diesmal waren es nur 10. So. Aber ich weiß nicht, die Kunst von irgendjemand anderem niederzumachen, nur um fies zu sein, ist kacke. Macht das nicht, Leute. Oh, hi. Na? So. Gut.
Flottes Tempo, Noten kannst aber nicht lesen, wa? Tja. Cool. Cool, 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 cool. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal schnell in die VIP-Zimmer, weil da eigentlich... Ah, die Mucke ist cool. Aber da sehe ich ja auch noch ein... Buch auf uns wartet. So. Noch nicht ins Penthouse. Noch nicht ins Penthouse. Da. Wahrscheinlich einfach im Arsch der Zimmer da hinten irgendwo. Na, wer ist es denn? Aha. Der gleiche Kollege, der mir in schon bei der letzten Episode geschrieben hat. Aber ich muss leider einen Vorrat aufnehmen. Deswegen, ne? So. Okay, Luigi. Ich habe einen blauen. Lecker. Aha. Mein Plan hat funktioniert. Jetzt gehen wir auch ins Zimmer rein. Da ist eine goldene Ratte. Na komm her. So, sorry, dass ich euch unterbrochen habe beim euren Job machen. Oh, das ist ja... Sollte man nicht machen. Na komm her. So. Ich kann predikten. Ja? Ich mache das nicht zum ersten Mal. Flop. Diese eine Münze, die da so richtig dramatisch einfach umgeknickt ist. Also ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr in dieser Welt verweilen. Ich muss jetzt gehen. Und so fühle ich mich auch jeden Morgen, wenn ich irgendwie um Arsch um morgens aufstehen muss. Und mir einfach denke, ich bin nicht gemacht dafür. Ich bin einfach nicht gemacht dafür. Oh. Ich weiß, dass die Batterieleistung nachlässt. Wenn es wirklich schlimm auf schlimm kommt, dann wissen wir alle, was wir machen müssen. Boah. Da sind die ganzen Eisenzocken hingekommen. Ich sehe. Kann ich die aufmachen? Sollte man eigentlich nicht während eines Waschganges machen, weil damit die Maschine natürlich kaputt geht. Na komm. Okay, Leute. Gibt mir ein Sekündchen. So, wir haben wieder einen... wir haben wieder einen funktionierenden Controller. Huch. So. Oh Gott, mit Joy-Cons das machen wird jetzt ein bisschen kacke, aber... come on. Wir kriegen das schon hin. Ja, vor allem, wenn die Joy-Con so gut reagieren. Komm her. So, hab dich. Ach du Scheiße. Na komm, ich drück doch A. Akzeptier das A. Ja gut, es hat gereicht. Gut, ich wollte mal sagen, wir versuchen jetzt einfach noch irgendwie uns hier durchzumogeln mit den Joy-Cons. Ja, ich habe jetzt auch nicht mal die Bänder rangemacht, die man eigentlich ranmachen sollte. Ich meinte, die Seiten, das sind E-Code, die braucht. Ja, aber Charo, das ist sehr unprofessionell von dir. Leute, come on. Erwartet ihr was anderes von mir außer diesen gelebten Professionalismus? Dachte ich mir. So, oh. Hallo. Oh. Schön. Gut. Ich muss nachher unbedingt meinen Pro-Controller laden tun. Das geht so nicht. So, haben wir einen Edelstein bekommen. Ein Cash-Monetas-Geist. Und dahinter ist noch irgendwie... Da ist das noch eine Truhe. Moment. Ich habe einen Plan. Okay, ich habe keinen Plan. Aber irgendwie muss ich da doch zur Truhe hinkommen. Ach, ich war da schon. Ach so, das da hinten. Ja gut, nevermind. Es tut mir leid, Joy-Con-Controller, aber jetzt müsst ihr durchhalten. Irgendwie
Wie klingt die A-Taste? Das ist nicht gut, weil das ist die auf Geisterschlag-Taste. Ist nicht so gut, wenn die klemmt. Okay, irgendwo in der Nähe wird ein Buhu sein. Hm, vielleicht da drin? Nein. Hier sind wir absolut. Ich habe keine Lust, lass mich in Frieden. Aha. Jetzt aber. Gut, bevor wir den Buch platt machen, also einfangen. Gut, da geht's ganz schön. Aha. Ich sehe. Da bist du, Bruder. Wuff, wuff, ich bin Buhl, Dogge. Ganz unangekettet. Die Buhl, Dogge. Das Problem ist, ich kann die Kamera halt nicht so geil drehen, weil das natürlich jetzt ein bisschen doof von der, Come on. Nein, drück doch A. Ja, das ist doch neue Joy-Cons. Warum klippt die A-Taste? Ich mag das nicht. So. Muss ich aber richtig festdrücken, oder was? Na komm. Drei Runden. Da bist du, Bulldogge. Jo, aber wir haben dann dadurch... Na komm. Ich drück doch A. Come on. Wir haben dadurch... Jetzt aber... Den Buhu in diesem Stockwerk... Auch eingefangen. So. Tja. Zeit, dich wieder zum Hundesitter zu schicken. Gut. Irgendwo ist hier noch ein Edelstein. Aber honest... Oh yeah. Honest to God. Ah, den habe ich ja schon. Habe ich den? Hallo? Der ist irgendwie durchsichtig. Ich glaube, den haben wir schon. Ja, den durchsichtigen haben wir. Ja, gut. Hm. Ich frage mich, ob es irgendwas war, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht machen konnten. Ja. Ich drück doch A. Come on. Dankeschön. So. Hm. Ja, ansonsten, wie gesagt, Professor Boulevard? Was? Professor Igitz, nee. Zeugs wird uns schon helfen, die ganzen Edelsteine, die uns noch fehlen, zu finden. Ja, ich würde mal sagen, wir können jetzt eigentlich nur schnell zum Labor. Zum Labor. Dankeschön. Und einfach mal schnell die ganzen Buchus noch abgeben. Vielleicht gibt es ja einen Kommentar von hier. Professor Igitt. Darauf. Galerie. So. Wollen wir mal. Geister. Wir haben schon 169 Schlingel, 18 Wüteriche, 21 Werfer, 26 Kloter, 3 Blocker. Mini-Schlingel, Mini-Wüterich. Den haben wir noch nicht. Bu. Buch, Stabia. Buidi. Kumbu. DJ Bubu. Buldogge. Ktabu. Butanika. Burusa. Buralt. Gruftbu. Zaubura. Bukania. Body. Budi-Bilder und Busi. Und zählt wirklich nur noch der bei Mechaniker. Leute, ich glaube, in der nächsten Episode, je nachdem, wie es mit den Juwelen läuft, haben wir alles Backtracking hinter uns. Seltene Geister. Und die sind wahrscheinlich irgendwie im Bonusgedöns oder so. Stimmt, Willkommen, Laura Zimmer, Werner Wachsam, Jacques Cuisinier, Tastentorsten, König Spuk, Dr. Töpfer, Morty. Steinzeit-Rex, Karl Klemke, Sandra Stürmer,
Bertha, Gunda und Trixi, Captain Fischhaken, Nabil Nassir, DJ Phantasmagloria. Und da kommt natürlich unsere Hotelchefin dann rein. Cool, uns fehlt nur noch ein Buhu. Das ist schön. Gut, Leute, da ich hier an sich nicht wirklich speichern kann, werden wir uns zurück zum Fahrstuhl begeben, um dann beim nächsten Mal Backtracking 2.0 zu erledigen. Oh yeah. So, das will ich noch schnell on-screen machen, dann kann ich auch getrost speichern und das Spiel beenden, falls ich was anderes spielen will. Aber ATM bin ich wieder ein Monster Hunter Mut und dem her. So. Gut. Also, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.